Aber ich würde jetzt gerne noch mal eins machen. Wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen. Hier. Ein Schlüsselring mit zwei Schlüsseln. Ich habe ihn von dem seltsamen Mann an der Hütte. Und dann haben wir ja noch. Dieser merkwürdige Mann, der mich im Flur der Hütte angesprochen hat, kennt mich von irgendwoher. Ich habe ihn noch nie gesehen und auch keine Ahnung, woher er kam. Nee, das will ich doch gar nicht jetzt. Dieser merkwürdige Mann, der mich im Flur der Hütte angesprochen hat, kennt mich irgendwoher. Ich kann bla bla. Okay. Müssen wir jetzt zurück zum Auto, sagt mal. Ich solle irgendwann auf dem Einbruch der Dunkelheit warten. Dann komme ich wieder hierher. Einbruch der Dunkelheit? All das ist dunkel. Es war doch stockdunkel dort. Oder heißt es, das Dunkel ist heller lichter Tag bei denen? Ich bin erschöpft. Ich habe heute viel durchgemacht. Mr. Pigman, dieser Mann im Flur der Hütte. Ich sollte etwas ausruhen. Ich sollte etwas ausruhen. Ich sollte mich etwas ausruhen. Okay, wir werden jetzt bestimmt wieder einen unserer Träume haben. Oh, blauer Himmel, wie angenehm. Wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir jetzt in den Bergen? Wo bin ich? Hier ist es so schön und friedlich. Oh, hier gefällt's mir. Meer, oh Gott, Meer. Ich liebe das Meer. Diese Finsternis. Etwas stimmt nicht. Ich fühle mich anders. Was ist das nur? Eine Sonnenfinsternis, würde ich mal sagen. Ich kann nichts machen. Okay, das war diesmal ein kurzer Traum. Was geschieht mit mir? Was bedeutet dieser Traum? Es war so intensiv, vielleicht war es gar kein Traum. Ich habe es langsam so satt. Wie spät es ist. Ich sollte mir die Hütte noch einmal ansehen. Es ist fast Mitternacht. Ich sehe mir die Hütte besser noch einmal an. Fast Mitternacht? Das ist 23:45. Das ist doch nicht fast Mitternacht. Fast Mitternacht wäre 23:45 oder ich sag mal 23:45. Okay, der Traum war ziemlich kurz und knapp. Ich bin froh, mal etwas Sonnenlicht gesehen zu haben, auch wenn es mit einer Sonnenfinsternis geendet hat. So, wir sind zurück. Licht an, hätte ich mir denken können. Ich glaube, in der Hütte ist noch jemand. Was soll ich jetzt tun? Durchsuchung fortsetzen? Ja, was ist denn, wenn ich jetzt nein drücke? Ja, natürlich. Ich muss vorsichtig sein. Was passiert, wenn die uns jetzt erwischen? Der Rabe ist auf jeden Fall weg und es hat aufgehört zu regnen und es ist genauso dunkel wie am Tag auch schon. Okay, wir müssen also vorsichtig sein. Wahrscheinlich kam er aus diesem Raum. Das Türgeräusch kam ganz aus der Nähe. Ich sollte mich hier genauer umsehen. Aber das Essen steht noch genauso auf dem Tisch wie über den Tag. Hier war aber auch nichts weiter drin. Hier haben wir den Verdünner gefunden. Ich schaue jetzt auch immer mal an den Decken mit, weil wir ja nun den Dachbodeneingang auch da gefunden haben.
habe Verdünner in den Topf gefüllt. Der Verdünner ist auch immer noch drin. Können wir irgendwas noch mit dem Verdünner machen? Aber wir haben nur den Schlüssel gekriegt. Ich muss etwas anderes versuchen. Ja, den Pinsel hatten wir ja schon. Nein. Das funktioniert nicht. Vielleicht den Vierzeiler? Das kann ich hier wohl nicht benutzen. Was ist mit der Notiz von dem Typen? Haben wir die gar nicht mehr? Haben wir die? Wir haben die kleine Notiz gar nicht mehr von dem Typen. Schade, ich hätte die gern mal einen Verdünner gelegt. Hätte ja sein können, dass... weiter. Hätte ja sein können, dass ich die da irgendeine versteckte Nachricht drin ist oder so. Ich glaube, wir haben... für was haben wir diese Schlüssel jetzt bekommen? Oh, hier sitzt etwas... Ah! Na, schaut mal einer an. Schaut mal, was ich hier gefunden habe. Eine Falltür, natürlich. Daher muss er gekommen sein. Verschlossen. Ja, wir haben doch aber die Schlüssel gekriegt. Gehen die jetzt nicht, oder was? Ah, das sieht ja schon wieder aus wie ein gottverdammter Höllenschlund. Ja, natürlich gehen wir runter. Okay. Hier riecht es fast so wie in Mr. Clarks Keller. Die haben in ihren Kellern garantiert alle das Gleiche gemacht. Wobei der Keller mir irgendwie wohlgesonnener ist als der, den der Mr. Clark hatte. Zwei Gestalten. Das sind aber auch komische Gestalten hier. Was haben die denn für Köpfe? Dinosaurier, Echsen, Krokodile? Ah, hier ein Zeichen. Kann ich jetzt den Pinsel benutzen? Den Schlüssel vielleicht? Hier war doch gerade so ein Zeichen drauf. Wieso kann ich die anfassen, aber nichts mit ihr machen? Handy, Papier... Keine Ahnung. Ist auf alle Fälle hier oben irgendein Zeichen drin. Was? Das ist bestimmt ein Gerät zum Markieren. Was? Ein interessantes Gerät. Das ist ein beweglicher Zeigestock mit Tinte dran. Da ist bestimmt ein Gerät zum Markieren. Aber zum Markieren haben wir ja noch nichts. Hier in hier. Wir haben ja auch noch hier den Schlüssel. Ich muss etwas anderes versuchen. Pinsel mit Verdünner dran? Okay. Passt vielleicht mein Autoschlüssel? Nein. Und der Schlüssel? Dann ist bloß der Schlüssel und der geht auch nicht näher. Verschlossen, okay. Ich finde das immer sehr schade in dem Spiel, dass man immer erst dann wohin kommt, also dass man immer erst in einen Raum kommt, wo man was findet und dann aber keinen Schlüssel oder sonst irgendwas hat, sondern das dann erst wieder suchen muss.
Also ich meine, wenn das mehr so halb-halb wäre, fände ich das irgendwie schöner, weil jetzt ist ja hier schon wieder nichts, jetzt kann ich ja schon wieder gehen, ne? Geschlossen. Dafür haben wir aber vielleicht noch einen Schlüssel. Den nimmt er mir nicht. Okay, ja, dann gucken wir mal hier hinter. Die war offen, die Tür. Verschlossen. Ich bin gerade sehr froh drüber, dass die Türen verschlossen sind, weil sonst würde ich hier ja ewig und 3 Tage. Ach so, das Zeichen hier wollte ich mir nochmal angucken, suchen. Eine Art Symbol. Offenbar soll es ein Auge darstellen. Wo habe ich das schon mal gesehen? Das weiß ich, wo wir das gesehen haben. Und zwar in dem Haus oben. In dem Buch. Da haben wir das Symbol, glaube ich, gesehen. Ein Augensymbol habe ich in den Gängen unter Ivas Hütte gesehen. Ich glaube, ich habe es schon vorher irgendwo gesehen. Auf jeden Fall. Was? Hier war offen? Ich merke mir den Weg doch nie im Leben. Ein Kerzenhalter. Können wir irgendwas mit dem Pinsel machen? Nee. Oh Gott. Was bist Wer du ist denn? da? Wer sind Sie? Ich? Fühlst du es? Die Erde zittert. Die Erde zittert. Hey Kumpel, sie zittert. Zittern? Meinen Sie die Erdbeben? 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 Alter, was ist das für ein Typ, ey? Der sieht aus, als hätte er noch nicht mal mehr Augen im Kopf. Guckt euch das mal an. Alles in Ordnung. Sind Sie hier eingesperrt? Du da, kommst du aus der Tiefe? Von da unten? Aus der verfluchten Dunkelheit? Was meinen Sie mit Tiefe? Die Tiefe, das Innere der Erde, die finstere Oh Gott, Karl, hol mal Luft zwischendurch. Wo sind wir hier? Das ist die Verbindung. Die Verbindung. Die Verbindung nach unten in die Tiefe. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen, was da unten ist. Und hat sie gehört. Die Geräusche. Wer auch immer der Mann ist, er ist verrückt. Er kann mir nicht helfen. Wer ist er? Und warum hält man ihn hier fest? Tja, total kurios hier. Was mit dem? Ist hier noch jemand? Da drin sieht's dunkel aus. Okay. Dann lassen wir den Herrn mal für sich und gehen weiter nach unten.